Also ich bin ein bisschen aufgeregt bin ich schon, weil jetzt schon so 180 Leute ist doch eine gewisse Nicht nur du, David. schon Fernsehen. Ja. Also auf jeden Fall ist Jeder das auch schon der so mein einzelne. Rekord, ja, mein Webinar-Rekord, der war bei 130. Den haben wir jetzt schon, geknackt. Das ist ganz toll. David, ich sehe da so einzelne Technikfragen. Vielleicht hast du da Ideen oder Antworten. Adelheid schreibt uns, wie beende ich die Umfrage? Meine Tendenz ist zu sagen, gar nicht, das kann nur der David. Oder die Frage, meine Umfrage überlappt Oh ja, das genau. Das habe ich Bild. übersehen. Jetzt ist es Solche okay. Dinge können wir da. Jetzt ist die Umfrage ist jetzt Ah frei. ja. Ja, das passt jetzt. Aber die Umfrage Danke dir. bleibt stehen erstmal. Ja, die kann man auch noch ein bisschen später sich dort auch noch eintragen. Ich sehe hier auch in der Cool. Vorstellrunde, dass zumindest eine Begleitgruppe auch noch mit dabei ist. Also die Mukba ist auf Super. einen gefallen, aber da ist auch noch gekommen aus Wien, O-B. Ich weiß nicht, wer das ist, aber mit einer Begleitgruppe hier 12 Personen mit dabei an einem Gerät. Also die dürfen wir dann gleich noch dazuzählen, sozusagen, zu unseren Genau. gezählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ebenso die Gruppe aus Karlsruhe, gell? Also ein gutes Zeichen, dass die Begleitgruppen auch mal zustande kommen und hier auch sich mit reinhängen. Das Webinar, sehr schön. Gut, super. Ich glaube, wir starten jetzt dann gleich. Jetzt darf ich vielleicht noch was Formelles sagen. Wir zeichnen dieses Meeting auf und es wird auch im Internet dann veröffentlicht. Ja, also MOOC, wie gesagt, Massive Open und das Open ist uns wichtig, deshalb wird es auch alles online geben und jetzt startet auch die Aufzeichnung. Ja, und ich begrüße alle ganz herzlich zum ersten Begleitwebinar des EB-MOOCs. Mein Name ist David Rödler. Ich bin sehr gerne online, ich bin sehr gerne in Webinaren. Das macht mir viel Spaß, auch weil es irgendwie spannend ist, weil es authentisch ist. Es kann irgendwas, ja, kann passieren natürlich. Wir wissen es nicht, wie es läuft und was alles so noch auf uns zukommt. Ja, ich hoffe, alle können gut verstehen und hören und sehen und im Stream und so weiter. Ja, machen wir einfach in Richtung Begrüßungsrunde. Ich möchte vielleicht einfach die Martina bitten, dass sie ein paar Worte zu sich sagt. Genau, vielleicht auch noch zu mir. Also ich bin auch Teil des EB-MOOC-Teams und als Werde Digital.at da dabei. Werde Digital steht für ja, digitale Medienkompetenz, auch mit vielen Webinaren. Ich tue einfach nochmal den Link in die Vorstellungsrunde. Und ja, Martina, vielleicht du. Danke, David. Also mein Name ist Martina Süßmeier. Ich bin Assistentin beim Verein Conedo. Eigentlich von der Ausbildung her Medientechnikerin und eben Teil des EB-MOOC-Teams und habe das ganze letzte Jahr mitgearbeitet, den Inhalt zu produzieren, vor allem auch für die Videos, für die Postproduktion war ich verantwortlich und im Hintergrund als Assistentin tätig. Danke. Gut, machen wir die Runde weiter. Martin. Ja, also mein Name ist Martin Ebner, ich komme von der Technischen Universität Graz, also Teil des EB-MOOCs und also wir haben auch inhaltlich was gemacht, da war die TU Graz also die erste und auch noch immer einzige MOOC-Plattform und wir sind also zuständig, das technisch abzuwickeln. Das heißt, wahrscheinlich hat der ein oder die andere schon Kontakt mit mir gehabt per E-Mail, weil es irgendwelche Probleme gegeben hat. Das ist also auch völlig normal in dieser Welt und wir versuchen das im Hintergrund möglichst sukzessive auch zu lösen und bringen halt unsere Erfahrung also ein, hier mit sehr, sehr großen und vielen Teilnehmerzahlen also zu arbeiten. Das ist eine große Herausforderung natürlich und das hat Abstriche in anderen Settings, weil natürlich eine 1-zu-1-Betreuung ganz anders funktioniert, aber trotzdem versuchen wir mit einer sehr, sehr großen Menge da gut über die Runden zu kommen. Wir erfahren gleich dann die aktuellen Zahlen, aber jetzt noch Wilfried. Ja, hallo aus Graz, Wilfried Frey, bin der Geschäftsführer des Vereins Conedo und habe mich gefreut, als Birgit Aschermann vor 1,5 Jahren mit der Idee für den MOOC kam und gesagt hat, machen wir das doch bei Conedo. Und jetzt darf ich ihn sozusagen auch mitverantworten und mitorganisieren, diesen großartigen MOOC.
bin auch der leitende Redakteur von Erwachsenenbildung.at, der Plattform, die wir im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium durchführen dürfen. Also übrigens auch der Fördergeber für den MOOCs. Also danke an das Bildungsministerium, dass wir das ja auch für Sie alle und uns alle kostenlos auch durchführen dürfen und zur Verfügung stellen können. Das wäre ohne die Förderung auch schlicht nicht möglich. Und ich gebe an dich, Birgit. Ja, danke, Wilfried. Ich koordiniere eben mit dem Wilfried gemeinsam den EB-MOOC. Ich selber habe schon viele Projekte entwickelt und auch geleitet und würde mich nicht scheuen, von einer Leitung zu reden, wenn es eine echte Leitung wäre. Aber hier ist es wirklich eine Koordination, weil es einfach um ein Team geht, das so eine hohe Expertise und geteilte Expertise und Kompetenz mitbringt, dass ich einfach nur dankbar sein kann, so ein Team zu koordinieren und möchte an dieser Stelle allen, die wir jetzt sehen, ein ganz großes Danke aussprechen für das Engagement und die Begeisterung und das Wissen, mit dem ihr dabei seid. Und auch denen, die jetzt sozusagen hinterm Vorhang dabei sind, wie zum Beispiel Lucia Paar, Karin Kulmer, auch der Stefan Janisch, der ja dabei ist, auch der Patrick Schmölzer. Ich habe jetzt im Chat auch schon den Florian Wabnik gesehen, der uns im Sommer geholfen hat. Also es sind wirklich viele auch, die eben teilweise sogar ehrenamtlich da mithelfen und mitwirken, denen unsere große Dankbarkeit gilt. Und auch natürlich und an ganz wichtiger Stelle den Lernbegleiterinnen, die einfach mit ihren Lerngruppen diesen MOOC auch zu einem Blended Learning Erlebnis machen und einfach dafür sorgen, dass man sich da auch ganz persönlich austauschen kann. Also es ist für uns alle ja ein, auch kann man wirklich sagen, ein großes Abenteuer und es wird durch so viele Menschen unterstützt und mitgetragen. Denen allen gleich zu Beginn ein großes Danke. Wir haben und vor allem auch den Referentinnen auch, die noch in den nächsten Einheiten bitte, kommen. Ja, Martina, danke schön. Und nicht zu vergessen, ja. Ich bin so auf die momentane Einheit bezogen. Also, ja, genau. Also kurz zu mir. Wir haben das eben diese Idee aus Oslo mitgebracht, Wilfried, wo es eigentlich gar kein Vorbild in dem Sinn gegeben hat, sondern eine Machbarkeitsstudie, die intensiv diskutiert worden ist. Ich war dort in meiner Rolle als österreichische Vertreterin in der ET 2020 Arbeitsgruppe Adult Learning und wir hatten dann ohnehin auch schon in unserer Runde eine intensive Reflexion dazu, in dieser Runde hier, und waren dann sehr, sehr glücklich, wie das Ministerium eben uns sich entschieden hat, uns zu unterstützen. Ich kann deinen Dank ans Ministerium, Wilfried, nicht genug betonen und auch von meiner Seite nochmal unterstreichen, weil ohne die tatkräftige Unterstützung des Ministeriums wären wir jetzt gar nicht da. Mhm. Ich möchte nur kurz dazu sagen. Darf ich eine technische, darf ich dich bitten, jetzt doch dein Mikro wieder ein Stück näher zu nehmen, weil du. Gut, dann könnt ihr mich. Das ist besser. Super. Das ist sicher auch nicht ganz ohne Schnaufen, aber doch hören. Ja, ich möchte auch dazu sagen, erzählen, der, ich bin seit vielen Jahren in der Trainerausbildung unterwegs, vielfach auch analog und nicht digital und habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sich gar nicht so leicht tun mit dem Digitalisieren. Also wir sind da hier ja, also ich bin da hier sozusagen in einer Gruppe von Technikfreaks und auch Technikerausgebildeten, diejenige, die vielleicht sozusagen unserer Lernendengruppe am nächsten ist, weil mein Leben sich, würde gerade schon noch sagen, eher mehr analog als digital abspielt, obwohl sich auch ein Trend abzeichnet. Und ich war sozusagen unser, wie soll man denn sagen, unser Thermometer dafür, wenn das Bad in den digitalen Tools zu heiß wird, habe ich sozusagen aufgeschrieben, das wird jetzt zu komplex, das können wir nicht reinnehmen. Also das ist ja sozusagen meine Rolle. Da hier herinnen. Wir haben versprochen, die aktuellen Zahlen zu nennen, gell? David? Unbedingt. Es geht ja jetzt nicht nur, also es wird ja auch gewogen und nicht nur gemessen. Aber wenn man messen will und zählen will, und das tun wir natürlich eifrig, muss man echt dazu sagen, wir sind 2200, ja, also 2200 Teilnehmerinnen im EB-MOOC und das ist natürlich für uns auch überwältigend und macht das Ganze für uns auch zu einem Piloten und auch ein Stück weit zu einem Experiment, weil wir in dieser Größe gar nicht wirklich, also damit haben wir mit dieser Fülle an Teilnehmerinnen haben wir gar nicht wirklich gerechnet. Der einzige Nachteil ist vielleicht, wir lesen alles sehr genau. Ich sitze jeden Abend und lese die Vorstellrunden im Forum total genau, wir alle lesen, aber wir kommen natürlich nicht nach, wirklich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen zu antworten, wenn es jetzt wirklich nicht eine konkrete, dringende Frage ist, sondern einfach nur so ums Plaudern geht, das gelingt uns halt einfach nicht. Ja. Gut. Super, danke. Großes danke, gemeinsames Birgit. Lernerlebnis, für uns auch großer genau. Pilot. Das wird auf jeden sich Fall. In dieser Unperfektheit hinzustellen.
Das wird das auf jeden Fall. Was ich sagen will, dieses Webinar hier und auch die folgenden Webinare sind jetzt nicht direkt der MOOC, sondern das ist ein Begleitformat. Da kann man nochmal die Inhalte des MOOCs reflektieren. Und heute wollen wir ganz allgemein darüber sprechen, was kann ein MOOC leisten, wo sind die Herausforderungen. Aber wir wollen auch von euch, von allen, die hier teilnehmen, wissen, was ihr gerne wissen wollt. Weil es gibt kein ganz klares Programm. Also wir haben jetzt nicht irgendwie großartig was vorbereitet, was wir präsentieren würden, sondern wir wollen einfach gerne mit euch diskutieren. Und jetzt habe ich hier in der Mitte diesen weiteren Chat eingeblendet. Was wollt ihr in den nächsten, ja, 90 Minuten sind es nicht mehr, maximal 75 Minuten erfahren? Okay, wie setzt man so ein Webinar technisch auf? Eine gute Frage. Zu den Begleitgruppen kann ich geschwind was sagen, weil die Frage gekommen ist, sind Begleitgruppen in Wien zustande gekommen? Ja, es sind einige Begleitgruppen in Wien zustande gekommen. Ich habe in den Chat rechts jetzt den Link zur Übersichtsliste gepostet. Da können Sie sich einfach umschauen, wo überall Begleitangebote stattfinden. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen die Fragen dann vielleicht ein bisschen clustern. Ich erschrecken, ich habe ja noch ein bisschen Nebenchat und Nebengeschichten laufen, aber das ist kein Problem. Gut, vielleicht sage ich einmal, wie setzt man so ein Webinar technisch auf? Also wir sind hier in einem Online-Raum, das nennt sich Adobe Connect. Den muss man sozusagen mieten, diese Infrastruktur. Und dann hat er eine Adresse wie auch einen Präsenzraum. Und ja, alle sind eingeladen, sich dann zu einer bestimmten Zeit einzuloggen. Es ist ein bisschen schon auch eine technische Herausforderung, aber es kann viel Spaß machen, vielleicht dann auch später zum Mehrwert, weil das hier gekommen ist. Vielleicht in den, was mich auch interessieren würde, im ganz rechten Chat vielleicht mal eingeben, wer ist das erste Mal in einem Webinar? Der gibt vielleicht mal Ja ein. Und wer nicht das erste Mal im Webinar ist, gibt Nein ein. Also die zum ersten Mal da sind, ja, aber das sind ja doch viele. Also so kann ich gar nicht schauen, aber so ungefähr die Hälfte. Für die Hälfte ist es doch neu, beziehungsweise für die Hälfte nicht neu. Ich habe jetzt bei dieser Umfrage, also bei dieser Frage nach den Erwartungen an die 90 Minuten, viele Fragen gesehen zu den Möglichkeiten von MOOCs, oder? Wäre das vielleicht einmal so, du Martin vielleicht einstellen könntest mit deiner iMOOCs-Erfahrung? Ja, also ich kann natürlich ein paar Worte dazu sagen. Das MOOC ist also eigentlich eine Form eines Online-Kurses, der sich also sehr bewusst an sehr viele Personen richtet. Also man hat damals die Idee geboren, also das M für Massive. Man spricht also von Massive, wenn es also mehr als 150 Personen sind, zur Verfügung zu stellen, Online-Kurse. Und das hat natürlich andere Regeln und Gesetze, als wie wir es vielleicht gewohnt sind, aus typischerweise kleineren Seminaren. Also selbst hier an den Universitäten haben unsere großen Vorlesungen für 300 bis 400 Personen. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob wir uns wirklich an mehrere tausend Personen richten, weil es hat andere Anforderungen an das System, weil also hier sehr große Parallelitäten entstehen können. Es hat Anforderungen an die Benutzeroberfläche, die viel, viel einfacher gehalten werden muss, weil natürlich das Problem ist, dass man also sehr schnell, man kann nicht alles supporten, das ist das Hauptproblem und daher muss man eher sehr einfach werden und übersichtlich und man hat sich dann also im Prinzip eingespielt auf eine Video-
Formatgeschichte, sagen wir so, dass man also immer einen Input per Videoformat gibt und Begleitmaterial und mit Hilfe von Self-Assessment versucht dann hier das Gesehene zu überprüfen. Self-Assessment heißt auch, dass selbstgesteuertes Lernen eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielt. Das heißt also, man natürlich aufgrund dieser großen Zahl also keine persönliche Betreuung in ausreichendem Maße geben kann. Das heißt also, die Personen, die teilnehmen, sehr stark gefordert sind, dass sie auch wirklich dranbleiben und also selbst das machen und sich das Ziel setzen, also diesen MOOC oder diese Einheiten also für sich durchzumachen. Das Diskussionsforum ist ein Austausch. Ein Austausch aber hinweg über nicht also zwischen den Lehrenden und den Lernenden, sondern eigentlich ein Austausch der Lernenden untereinander primär, weil wir, wie gesagt, also auch nicht hergehen können und mit 1000 Personen gleichzeitig reden. Und daher ist auch hier ist die Bitte also sehr, sehr aktiv, sich auszutauschen. Wir, wie gesagt, sind auch dabei und werden immer wieder Punkte aufgreifen, auch irgendwas antworten, aber da keine Regelmäßigkeiten erwarten. Also das Ganze ist ein Riesenpool an Personen, die also Interesse haben an einem Thema, gemeinsam in irgendeiner Form zu arbeiten. Und so sind diese MOOCs auch zu verstehen. Das heißt, also man bietet hier Inhalte an mit der Idee, dass tatsächlich auch Lernen stattfinden kann und das also losgelöst von Institutionen, von Nationen, Ländergrenzen oder sonstiges. Das heißt also, die Möglichkeiten des Internets sind also hier eigentlich grenzenlos und natürlich in irgendeiner Weise auch eingeschränkt. Das heißt, es ist natürlich kein Unterricht, wie er 1:1 ist oder wie man hier zum Beispiel im Webinar arbeiten könnte. Es ist halt wirklich so, dass man sagt, dass selbstgesteuertes Lernen mit Unterstützung, dass man trotzdem das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Und da machen wir sehr gute Erfahrungen grundsätzlich. Es gibt sehr viele Personen, die kommen, die gehen, die sind wieder dabei und es entsteht also sehr wohl einiges an Lernen. Und das ist der Ansatz dieser MOOCs, offene Lernmaterialien zur Verfügung zu stellen in einer Kursstruktur, würde ich sagen. Und die Kursstruktur macht es halt aus, dass man dann wieder gemeinschaftlich an dem arbeitet. So, also mal als grobe Einführung. Gut, vielen Dank, Martin. Ich meine, vielleicht nochmal kurz, wenn du den MOOC irgendwie jetzt oder das, was auf der Plattform eMOOCs, ich glaube, man muss es ja irgendwie steirisch aussprechen, wenn man das irgendwie einordnen wollte. Es gibt ja diese Bezeichnung X-MOOCs und C-MOOCs. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die noch ist. Aber das X-MOOC war eher so das eher frontale und das C-MOOC war eher so das kollaborative, zusammenarbeitende. Wo würdest du da jetzt unseren MOOC oder die Struktur, die die Plattform vorgibt, verorten? Ja, also grundsätzlich hat iMOOCs oder eMOOCs, wie auch immer. Ja, mache ich. Das eMOOCs war also grundsätzlich als XMOOC-Plattform gedacht, weil wir als Universität natürlich also jetzt nicht hergehen können und die Lehrenden quasi in MOOC schicken können und die sich dann noch zusätzlich also mit der ganzen Welt unterhalten. Das heißt also sehr stark also aus dem Frontalen in das Frontale wieder gehend. Und also was man mit dem EB-MOOC jetzt eigentlich versucht, durch eben diese Begleit Webinare eigentlich, also dass man das etwas aufbricht, also dass man das noch viel mehr quasi in den Austausch geht. Das ist etwas, was also wir eigentlich in den anderen MOOCs so nicht machen, weil wie gesagt, also das natürlich also auch eine Ressourcenfrage ist am Ende des Tages und die Universitäten also diese MOOCs einmal grundsätzlich anbieten, damit wir für Personen, die halt nicht an Universitäten sind, auch also Zugang zu Bildung und Wissen schaffen können. Also das ist so ein Ansatz, den wir verfolgen, aber natürlich also hat Vater Staat nicht genügend Geld offensichtlich, um die Lehrenden zu zahlen, dass die dann auch tatsächlich wirklich ordentlich online unterrichten. Das ist auch oft eine Geldfrage dann. Okay, das heißt also auch irgendwie der Mehrwert jetzt dieser Webinare wäre dieses ja etwas in eine Richtung, der etwas in eine Richtung orientierte MOOC, das aufzubrechen, etwas Verbindendes, etwas Vernetzendes. Genau, also das, also wir haben also zwei Ansätze. Wir haben diese Begleitgruppen installiert. Das ist ja auch etwas, das also zusätzlich hilft. Also die Begleitgruppe soll eigentlich helfen, dass sich also Lerngruppen bilden können und sich also leichter tun im Fortschritt, weil also wir wissen natürlich, wenn jemand nur alleine zu Hause sitzt und mit dem Material, das durchaus schwierig ist, weil Lernen letztendlich ein sozialer Prozess ist. Man möchte sich darüber austauschen, man möchte darüber reden. Und diese Begleitgruppen sind ein sehr zentrales Element und für uns ein sehr wesentliches Element, dass wirklich Lernen in dem MOOCs passieren kann. Das ist organisiert worden mit hohem Aufwand. Und jetzt bieten wir zusätzliche Webinarmöglichkeiten an, wenn jemand sagt, nein, ich kann keine Begleitgruppe machen, ich komme da rein, ich möchte aber auch was sagen, ich möchte auch etwas fragen, dann ist das der richtige Platz hier. Ja? Also auch um eine Person, um zu sehen, wir stehen da wirklich Menschen dahinter, die tatsächlich viel tun, um das zum Laufen zu bringen und auch im Laufen zu halten. Genau, also heute sind wir hier sichtbar und hörbar und
Ja, wir chatten jetzt sozusagen hier mit immerhin 250 Teilnehmern aus dem MOOC. Ja, wer von euch mag noch irgendwie was anderes aufgreifen, was hier auch als Wunsch gekommen ist in diesem Chat? Also vielleicht darf ich kurz, weil jetzt auch die Überleitung zu Begleitgruppen da war von dir, Martin, und da gab es jetzt ja einige Erwartungen, was zu den Begleitgruppen zu sagen. Da steht auch, also bei mir unter anderem noch lesbar hier eine Frage, ob die sicher stattfinden und so weiter, ob da Verständigen gibt. Die Begleitangebote sind wirklich Angebote von Partnereinrichtungen, die wir im letzten Dreivierteljahr dazu gewonnen haben, so ein Begleitangebot zum IPMOOC zu machen. Das haben wir auch nicht in der Hand, auch die Organisation und Durchführung. Da bitten wir einfach wirklich auf dem Link, den Martina vorher auch schon im Chat gepostet hat, hinzuschauen, Kontakt aufzunehmen mit den Verantwortlichen, denn diese Begleitangebote finden zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlicher Form. Das Ziel ist irgendwie immer sozusagen das, was Sie als Lernende im IPMOOC, als Teilnehmende beim Online-Angebot sich aneignen, sich fragen, dort einfach auch diskutieren zu können. Da gibt es den unterschiedlichsten Charakter auch in diesen Begleitangeboten. Da können wir jetzt generell sozusagen nicht viel zu sagen. Am besten einfach vor Ort mit der Begleitgruppe, die Sie interessiert, einfach auch Kontakt aufnehmen. Dann lassen sich diese Fragen sicher gut klären. Martina, weißt du, gibt es eine Begleitgruppe in der Rhein-Neckar-Gegend? Rhein-Main-Neckar-Gegend? Ein Moment, ich muss jetzt mal direkt auf unserer Karte nachschauen. Also wenn man auf diesen Link klickt, kann man sich auch gleich direkt die Karte anschauen. Also ich sehe da, es gibt Köln, Karlsruhe, Nürnberg, Leipzig, Magdeburg, Hannover, Bremen, Berlin. Ja, das sind so die Punkte, die es in Deutschland gibt. Also es ist recht breit gestreut, sage ich mal. Es ist halt die Frage, ob man dann, also welchen Weg man auf sich nehmen möchte, um zu einer Begleitgruppe zu kommen, natürlich. Gut. Ja, ich greife hier nochmal auf, wie viele Rollen brauche ich für Webinare? Ich meine, das kann man ganz unterschiedlich gestalten. Also jetzt haben wir natürlich eine relativ klare Rollenverteilung. Also wir sind hier zu fünf, die hier sprechen dürfen. Alle anderen dürfen nur chatten. Aber man kann das Ganze natürlich weiter öffnen. Und wenn die Gruppe jetzt nicht ganz so groß wäre, dann könnte man natürlich jetzt auch alle ins Bild holen und auch sprechen lassen. Also das kann wirklich ein sehr interaktiver Workshop-Charakter werden. Ich sehe gerade, es ist die Frage auch, was dazu passt jetzt für den Begleitangeboten. Kann ich geschwind eine Bildschirmfreigabe machen, dass alle diese Karte sehen können, die ich gerade erwähnt habe? Ja, Moment. Danke. So, und zwar hier auf unserer Seite mit den Begleitangeboten haben wir so eine Übersichtskarte gestaltet, wo man eben sieht, wo überall Begleitangebote stattfinden. Die sind dann unterhalb. Das ist noch nicht ganz freigegeben. Du musst noch mal schauen, okay, ob wir die Freigabe wirklich. Moment. Jetzt kommt es, jetzt sehen wir. Jetzt, okay, super. Also das ist eben oben auf erwachsenenbildung.at auf unserer Projektwebseite. Da gibt es eben eine Übersicht über die Begleitangebote. Hier als Karte dargestellt. Man kann auch eben reinzoomen, zum Beispiel in Graz tummeln sich einige Leute in Begleitgruppen. Wenn man hier dann draufklickt, bekommt man dann angezeigt, welche Begleitgruppe es sich handelt und auch den Kontakt gleich angezeigt. Wer nicht mit der Karte suchen möchte, kann auch einfach runterscrollen, nach österreichischen Bundesländern suchen, beziehungsweise dann auch die Begleitgruppen in Deutschland beziehungsweise in der Schweiz sich anzeigen lassen im Listenformat. Also es sind schon einige, es sind rund 40 Begleitgruppen im Moment, die da tätig sind. Ja? Ja, nicht schlecht. Danke, Martina. Bitte gerne. Vielleicht ganz kurz, mir fällt auf, dass das einige Fragen in die Richtung gehen, was kann man generell mit dem Format der MOOCs machen, wie kann man sie sozusagen, wie haben wir unseren Videocontent erstellt, also Dinge, die sich sozusagen wirklich auf Anbieterebene, jemand, der das auch machen möchte, auf den MOOC beziehen. Und dazu planen wir ja schon eine Veranstaltung zur Reflexion des EB-MOOC am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl im Juni, wo es
möglich sein wird, unseren MOOC zu reflektieren und dazu auch ein bisschen mehr zu sagen. Und wir planen ja auch eine Publikation zu diesem Thema How to MOOC in der Erwachsenenbildung, jetzt speziell in der Erwachsenenbildung. Also da werden solche Fragen auch noch konkreter beantwortet werden können, als wir das jetzt wahrscheinlich schaffen werden hier im Webinar. Genau, Wilfried blendet gerade den Link zum Kalender und zu der Veranstaltung ein. Ja. Kalender, das ist schon auch wichtig. Also für alle, die vielleicht heute enttäuscht sind, wenn wir darüber nicht zu viel sprechen werden. Die werden herzlich eingeladen zu sein und natürlich wird es auch gestreamt werden. Ja? Also da wird wieder der David dabei sein und es wird nicht darum gehen, ans Bierfeld zu fahren, obwohl das natürlich um die Jahreszeit auch sehr schön ist, sondern man wird natürlich online teilnehmen können. Ich fand den Hinweis auch wichtig, Birgit, weil es gibt ja auch hier viele, die auch Fragen stellen in Richtung, wie macht man sowas, wozu braucht man einen MOOC, ja, was können Webinare und so, also auch Möglichkeiten, die natürlich zu unserem Thema gehören, auch ein bisschen auch die Metaebene sozusagen unseres Angebots betreffen. Dazu fällt mir auch ein, dass vorhin auch die Frage gestanden von jemandem, seid ihr fünf an einem Ort? Ja. Das sind wir nicht, wir sind tatsächlich alle fünf an völlig unterschiedlichen Orten. Ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass ich um zwei nach Hause gehe, mein Kind aus der Kinderkrippe abhole und um vier hier mit über 250 Leuten inzwischen sitze und sozusagen eine Online-Veranstaltung durchführe. Das hätte früher eine lange Anreise und einen Tagungssaal gebraucht und so weiter. So lässt sich das verbinden. Kann man auch kritisch sehen natürlich, ja, diese Möglichkeiten, aber heute dient sie mir auf jeden Fall sehr, diese Möglichkeit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und ein zweiter ist auch zur Frage sozusagen, wie macht man MOOCs, dass wir den MOOC ganz zentral designt haben, um die Frage, wie schaffen wir Zugang zu den digitalen Möglichkeiten für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, die das Digitale wenig oder gar nicht gewohnt sind. Ja? Also ein bisschen salopp formuliert, die vom Umstieg der Overhead-Folie auf den Beamer sozusagen den gut bewältigt haben, aber vielleicht auch gern weitere Schritte noch machen möchten in diesen digitalen, elektronischen und technologiegestützten Lernformaten. An die richten wir uns überwiegend und das war sozusagen auch die Leitlinie und die Zielgruppendefinition für unsere Gestaltung des EBMOOC. Das Gute ist, dass man dann sozusagen, wenn Sie hier viele sind, auch die da schon ein Stück mehr Erfahrung auch mitbringen und noch mit anderen Fragen auch daherkommen, zum einen, dass wir dieses begleitende Format eben der Tagung danach anbieten können, wo das auch reflektiert wird. Und zum anderen ist das Gute sozusagen auch, jetzt habe ich den Faden verloren, ich glaube, ich muss wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, was du sagen solltest. Ja. Dann nimm mir bitte das Wort aus dem Mund. Ich vermute es, dass es so um diesen Gegensatz zwischen, oder Gegensatz und um diese Abfolge von Tun und Reflektieren, die wahrscheinlich gegangen ist. Ne? Also es gibt so diese Notwendigkeit der Metareflexion zu dem, was bedeutet Digitalisierung, was machen wir da überhaupt und so weiter. Und es gibt so dieses wirklich reine Tun. Ja? Und uns ist halt das Wichtigste, das Stück werde ich jetzt einfach mal zu tun, ja, und so dieses Nachdenken, wir haben natürlich vorher eine intensive Nachdenkphase gehabt und werden sie danach haben, noch einmal, aber wir sind jetzt ganz stark einfach im Tun und werden sozusagen, ich sage das jetzt einmal auf die provokante Art, ja, ganz, also überspitzt uns durch allzu viel Reflexion im Augenblick nicht ankränken lassen, weil sonst können wir nämlich nicht weiter tun, ja, ging das in die Richtung, Wilfried? Haben wir schon so. Passt wunderbar und der Satz, den ich eigentlich im Kopf hatte, war, dass das Schöne an einem MOOC ja auch ist, dass er zwar wie ein Kurs konzipiert ist, das heißt aufbauend mit Zielsetzungen, mit bestimmten Materialien, Videos, Dokumente, die man sich runterladen kann, Übungen, Quizzes als Selbstüberprüfung gestaltet ist, dennoch kann man damit ja völlig selektiv umgehen. Ja, und das ist das Schöne. Ja. Es ist, Birgit, das ist, wenn man das Wort vorhin, das ist wie eine Bibliothek. Ne? Ich kann reingehen und sagen, was ist für mich da, welches Buch ziehe ich aus dem Regal, wie lange ich den schnuppere, das ist völlig mir überlassen. Ob ich das andere brauche oder nicht, das kann ich selbst bewerten. Ja. Ich muss sozusagen nicht den Kurs absitzen, sondern kann da auch sehr bewusst selektiv damit umgehen. Und das ist sicher auch einer der Vorzüge dieses Formats. Und das war auch eine der Fragen, die in der Wartungsklärung und anderen drinnen war. Was bringt ein MOOC sozusagen? Was ist der Vorteil auch? Und ich würde sagen, das ist sicher ein Vorteil, dass ich entsprechend meiner Vorkenntnisse auch ein Stück selektiv mit dem Angebot umgehen kann.
Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück auch zur Struktur des MOOCs oder zu den Komponenten, die der MOOC beinhaltet. Luisa hat ja schon zweimal gefragt nach Infos zum Quiz. Warum das Quiz und wie funktioniert es und warum ist das irgendwie auch als didaktisches Element eingebaut? Haben wir sehr klare Antworten, wer mag? Ja, Magst du? also das Quiz, also da geht es ja um mehrere Dinge. Also das eine ist mal so, das ist ja nicht verpflichtend für alle, es ist eine Möglichkeit für diejenigen, die einen Nachweis brauchen, sozusagen, dass sie erfolgreich teilgenommen haben am EB-MOOC, die sollen eine valide Möglichkeit bekommen, die dann ja mit den Badges fortgeführt wird. Also eine valide Möglichkeit, etwas zu zertifizieren, also eine validierte Form der Lernergebnisdarstellung, die sie dann auch jemandem vorlegen können, wenn sie das brauchen. Ja. Die gibt es ja auch. Ja. Das ist eine Hintergrundüberlegung, was das Quiz betrifft. Man kann vielleicht drüber nachdenken, sozusagen, ob man das Quiz oder Test oder wie auch immer nennt. Das Zweite ist, es geht halt um eine Selbstüberprüfung, nicht? Und wie man eine Selbstüberprüfung oder auch eine Überprüfung leisten kann bei über 2000 Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, ohne auf ein Multiple-Choice-Test zurückzugreifen, ist uns vorläufig noch nicht klar, sagen wir mal so. Ja, also so viel zwei Überlegungen zum Quiz. Ich weiß, dass es die Möglichkeit ergibt, sozusagen mit gegenseitigen Beurteilungen das abzuhandeln. Ich höre gerade, ich brauche ein neues Gut, Mikro. Ich nehme ein anderes aus dem Office beim nächsten noch Webinar. Es was liegen eh so viele herum. noch was zur Struktur war hier. Katja Batakovic hat gefragt, wird es im Laufe der Woche weitere Dateien geben oder ist das ganze Modul schon zu Beginn der Woche komplett online gestellt? Wer mag darauf antworten? Ist das Modul komplett am Anfang der Woche online oder Vielleicht nochmal kommt da, wird da später was nachgeschoben zur Erklärung. Es ist so, dass es wird immer wöchentlich veröffentlicht. Das heißt, am Montag gibt es alle Inhalte mit der Idee, dass man nicht, also dass man sich dann die Zeit selbst einteilen kann und es kommt nichts mehr nach. Sonst, also wenn jemand sagt, nein, ich mache 7 am Sonntag in der Früh beim Frühstück, dann ist das genauso möglich wie jemand, der am Montag um 1 Uhr in der Früh einsteigen möchte und gleich also ganz gierig auf das ganz Neue ist. Also es ist einmal in der Woche der Veröffentlichungstermin und da werden alle Inhalte dieser Woche veröffentlicht. Und das ist jetzt also die nächsten 5 Mal noch so, weil insgesamt dauert es 6 Wochen. Sehr gut. Ich schließe gleich an, weil die Videofrage ist jetzt auch wieder aufgetaucht. Das ist also vielleicht ganz spannend, weil die wird im Forum ja auch heiß diskutiert. Das ist Folgendes. Also Weiter Abstand machen. Zu nahe, Absolut, gut. ja. Das ist Und zwar, es ist so, das ist eine Security-Geschichte natürlich und es sollte eigentlich funktionieren, wenn Sie nicht https://imux.at eingeben, sondern http://imux. Also lassen Sie das S einfach bitte weg bei der URL und dann surfen Sie den Kurs ganz normal durch, dann sollte es funktionieren. Wenn man nämlich von Haus aus quasi mit der Secure-Verbindung anfängt, haben wir das Problem, dass wir ja Dritt-Services verwenden. Die Dritt-Services haben nicht HTTPS und damit schreit der Browser und sagt, Hilfe, da kommt irgendwas Unsicheres daher, was natürlich ein Blödsinn ist. Aber das kann man derzeit technisch nicht anders lösen, weil sonst könnte ich gewisse andere Dritt-Services nicht anbieten. Also die ganze Internetwelt ist gerade in der Umstellung und in der Umstellung heißt das, also nicht alle umgestellt haben und daher müssen wir noch die ohne S-Variante bitte derzeit verwenden. Gut, vielleicht wieder ein Stück weg von der Technik. Hier fand ich auch eine spannende Frage von Bergmann, Vorname leider unbekannt. Zertifizierung. Auch die Frage vielleicht der Badges, die vergeben werden oder der ECTS-Punkte und dann eben auch Authentifizierung. Weiß man, wer das Quiz oder den MOOC absolviert hat? Martin? Jetzt muss ich. Gut, also Zertifizierung bei den Badges, wenn jemand die hat, dann sind die auf die E-Mail-Adresse zertifiziert, bitte. Also das heißt, also jemand, der quasi die E-Mail-Adresse, mit der er registriert ist, auf diese sind sie auch also zertifiziert. Das heißt also, dass man dann, wenn man das irgendwo beim Portfolio einspielt, dann kann man da draufklicken und dann wird dann die TU Graz zurückgeschrieben und dann wird es das bestätigt, dass tatsächlich dieses Badge von diesem MOOC gemacht worden ist.
Ja, das ist ja vielleicht auch noch, noch Antwort, oder? Zertifizierung. Es gibt ja auch ECTS-Punkte im Rahmen der WBA. Ja, aber das kann ich nicht klären, das müssen die anderen klären. Also, weil und das vielleicht noch ergänzen, glaube ich, dazu gehört irgendwie. Ja, es ist halt die Frage, auf welches große Ganze man hin abzielt. Wenn ich als Erwachsenenbildnerin auf die WBA-Zertifizierung als Erwachsenenbildnerin abziele, dann werde ich mit diesem einen ECTS im Fachbereich Informationsmanagement bei der WBA glücklich, wenn ich sozusagen darauf abziele, meine digitalen Lernabzeichen zu sammeln und alles, was ich digital lerne, in einem gemeinsamen Rucksack aus Badges sichtbar zu machen und anerkennen zu lassen, dann werde ich glücklicher sein mit den Badges. Und insgesamt hoffen wir, dass alle mit der Teilnahmebestätigung glücklich werden, die sie auch noch bekommen, die aber halt nicht an eine IP-Adresse, nicht in dieser Deutlichkeit und Strenge an eine IP-Adresse gebunden ist. Also das Valideste, muss man sagen, sind eigentlich die Badges. Ich würde gerne kurz noch was dazu ergänzen, denn was wir hier ausstellen können über IMOX, die Badges und das Teilnehmerzertifikat sind das eine. Das andere ist ja, dass der MOOC als eine offene Bildungsressource ja völlig frei verwendet werden kann von Ihnen allen, ja, und von Leuten, die interessiert sind und Bildungseinrichtungen, die interessiert sind. Wir haben beispielsweise Begleitgruppen, die im Wesentlichen ein Seminar an der Uni sind. Das heißt, Studierende an Universitäten haben die Möglichkeit, an diesem MOOC teilzunehmen, das dort nachzuweisen und es für eine Lehrveranstaltung angerechnet zu bekommen. Also es gibt da ja sehr kreative Möglichkeiten, dieses offene Angebot zu nutzen und im Sinne der Validierung auch noch weiterzuführen. Ja. Gut. Was ist noch alles passiert im Chat? Es ist ganz schön viel. Und auch jetzt für mich ein bisschen anstrengend, das zu sortieren. Ich habe mehrere Beiträge gesehen und da war auch gerade vorhin wieder einer, die so anspielen auf die große Personenzahl. Also was sind denn da auch Grenzen? Ja? Was macht auch noch Sinn, im Forum was zu posten und zu erwarten, dass 2000 reagieren? Natürlich nicht. Aber das ist halt wie auch sonst bei Großveranstaltungen, dass ich natürlich nicht mit allen interagieren kann, aber sehr wohl mit einem Kreis von Leuten, die mich interessieren oder wo ich eben ein Unterforum oder ähnliches einrichte. Wir haben ja auch unter anderem diese Vorstellungsrunde als erste Aufgabenstellung, wenn man so will, im ersten Modul auch angeboten. Wissen, dass da wohl viele kommen werden und dass man wohl auch nicht alle wahrnimmt, aber wenn man ein bisschen in diesen Vorstellungen, inzwischen sind es schon heute Mittag, waren es glaube ich 250 und jetzt inzwischen wahrscheinlich noch mehr, blättert, dann kriegt man schon sehr viele Eindrücke, was da für Bedürfnisse da sind, für Wünsche, für worüber sich jemand freut bei diesem Angebot, was kritische Überlegungen sind, ja, und kann sozusagen auch ein bisschen filtern, ja, wo macht für mich auch eine Vernetzung Sinn. Und wenn es das nicht ist, dann kann ich auch sagen, ich habe einfach zusätzliche Informationen bekommen und Eindrücke gewonnen, die ich jetzt auch nicht unbedingt nutzen muss, ja. Da sind sicher Grenzen gesetzt, aber die haben wir ja sonst auch, ne? Also wenn ich im Seminar mit nur 8 Personen sitze, dann kann ich auch mich darüber beschweren, dass ich keine Möglichkeit habe, einen größeren Personenkreis anzusprechen. Und hier haben wir halt die große Menge, sozusagen, die auch gewisse Möglichkeiten bietet, aber natürlich auch Restriktionen unterliegt. Ich sehe jetzt da gerade eine ganz praktische Frage auch noch. Kann man auf den Chat-Inhalt im Nachhinein zugreifen? Wo kann ich mir diese Links später noch ansehen? Also es gibt den Stream, der dann auch angeschaut werden kann. Magst du vielleicht noch was sagen, David, dazu? Ja, also wir können den Chat dann auch als Textdatei zur Verfügung stellen, beziehungsweise können wir auch die Links dort rausnehmen und zusammenfassen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Und letztendlich ist auch das ganze Video unseres Webinars hier zu sehen. Ja. Vielleicht auch noch die Idee dieses Webinars war einfach ein bisschen eine Einführung erstmal zu geben, auch das Projektteam kennenzulernen. In den nächsten Webinaren werden die Inhalte konkreter werden, weil sie genau das vorausgegangene Modul dann auch reflektieren werden. Also da hat das Webinar dann auch einen ganz klaren Fokus. Wo
Wobei ich mir immer mehr sozusagen auch die Teilnahme für die Strobler-Veranstaltung wünsche, wenn ich mir anschaue, wie viel da auch an Fragen zum How to Produce MOOC und so weiter kommen und so auf der Meta-Ebene, also wie praktikabel ist es, wie übersichtlich ist es, wie kann man was gestalten, wie macht ihr das, wie könnten wir jenes einsetzen in der Erwachsenenbildung, also auch so viel Bereitschaft, das was man hier sieht, auch wirklich dann selber zum Einsatz zu bringen und auch viel Bedarf darüber zu reflektieren, wie das geht, wo es gute Erfahrungen gibt, wo es weniger gute gibt. Ich denke, da werden wir schon auch den Platz dafür brauchen und auch haben, beim BFAP. Genau, und ich glaube auch wirklich, es ist alles ein ständiger Lernprozess. Ich bin drauf gekommen, gerade für die große Gruppe ist es viel zu viel, wenn wir 3 Chats offen haben. Wahrscheinlich genügt einer und die 2, die wir jetzt offen haben, sind auch noch zu viel, aber vielleicht gerade noch bewältigbar. Vielleicht müssen wir sogar beim nächsten Mal auf einen reduzieren, gell? Müssen wir schauen. Das wirst du sehen, David, wie du das möchtest. Genau, stellt sich Adobe Connect? Nein. Es gibt viele verschiedene Systeme und wir haben auch im letzten Modul, glaube ich, ist es gewidmet den Live-Online-Systemen und da werden wir auch andere vorstellen. Ja, und möglicherweise werden wir auch noch ein zweites dann in der letzten Session vielleicht kurz ausprobieren oder zumindest reinschauen. Ja, also das ist die letzte Webinareinheit und da geht es um Webinar-Software und es gibt ganz viele Alternativen auch zu Adobe Connect. Ich habe noch eine Frage gelesen zum Stream, ob das, wie das technisch funktioniert, ob das kostenlos ist. Vielleicht kannst du da noch was sagen, David. Also zum Facebook-Stream. Ja, das ist, also Facebook. Genau, Facebook bietet die Stream-Möglichkeit kostenlos an. Ich kann das auch kurz zeigen, wie das hier ausschaut, unser Stream. Mal kurz den Bildschirm freigeben, wenn ich es schaffe. Oder irgendwie mag das. Doch, es mag, aber es dauert irgendwie einen Moment. Es gibt kostenlose Software auch, die es ermöglicht, dass man mit jedem, dass man alle Bildschirminhalte, egal was, auf Facebook streamen kann. Ja, ich tue das kurz auch in den Chat stellen und werde wieder mal zurückkehren zur Ausgangssituation, weil es irgendwo gerade ein bisschen hakt, aber den Link tue ich noch bereitstellen. Das heißt Open Broadcaster und damit kann man jeden Inhalt auf Facebook streamen. Wilfried, vielleicht probierst du mal kurz wieder zurückklappen. Nein, wir sind eh gar nicht weiter. Passt. Ja, also kostenlose Möglichkeit gibt es, alle Inhalte damit auf Facebook zu streamen. Gut, wer mag die nächste Frage aufgreifen? Ich kann gleich was aufwerfen. Zum Beispiel ist da eine Frage gekommen, ob wir im MOOC dann auch erklären werden, wie wir den Videocontent erstellt haben. Also im MOOC selber gibt es dazu nur einen ganz kurzen Exkurs quasi, in dem wir Videotools und vor allem Online-Videotools, wie man Screencast zum Beispiel, also dass man es an einem Bildschirm aufnimmt, das kurz vorstellen. Es wird aber nicht detailliert darauf eingegangen, von eben Erstellung des ersten Schnipsels sozusagen oder der ersten Aufnahme bis zum fertigen Video, das man dann hochladen kann, also in der Tiefe nicht. Aber eben zum Beispiel einige Tools, die man verwenden kann, um eben seinen Screen aufzunehmen und das Ganze dann zusammenzubasteln, das wird kurz angerissen. Ich nehme auch wahr, dass in allen Chats durchwegs auch immer wieder viele Tipps gepostet werden, was mir auch nochmal zeigt, dass es hier einige gibt, die viele Tools einfach schon kennen und ausprobiert haben. Vielen Dank dafür.
Da werden viele Tools genannt, die wir jetzt nicht anwenden und auch gar nicht vorstellen werden im MOOC. Beispielsweise das ganze Google-Repertoire sozusagen, ob das Google Hangouts sind oder Google Docs, das ist durchaus ein, wissen wir, dass es ein beliebtes Instrument ist, aber wir haben uns doch teilweise doch auch für andere Tools entschieden, die wir vorstellen. Ja, man kann sich fragen, wonach haben wir ausgewählt? Ja? Wir haben uns durchaus auch von der Literatur inspirieren lassen mit gewissen Kriterien, die wir da angelegt haben. Aber wir haben gesehen oder gedacht, für die Zielgruppe, die wir meinen, digital Ungewohnte, nenne ich sie jetzt einfach mal, braucht es vor allem Dinge, die einfach zu bedienen sind, die gut zugänglich sind, wo man einfach viel Erfahrung hat, dass das nützlich ist und dass es auch sozusagen in einer Grundfunktion gut verwendbar ist, auch kostenlos verfügbar ist. Also wir stellen fast ausnahmslos Tools vor, die es auch in einer kostenlosen Version gibt, offensichtlich auch eine Bezahlversion, die da vielleicht noch ein bisschen mehr kann. Aber wir werden, glaube ich, in dem Video sehr gut zeigen können, dass es viele Instrumente gibt, die in der kostenlosen Version das leisten, was man für den Alltag als Erwachsenenbildnerin oder Erwachsenenbildner braucht. Und wenn man weitergehen möchte, dann stellt sich vielleicht die Kostenfrage noch. Aber es ist, denke ich, nicht die große Hürde. Auch bei Adobe Connect, das wir hier verwenden, ist das inzwischen ja nicht mehr die große Hürde. Das war's mal. Da ist schon einiges auch möglich. Ja, das mal zu diesem Aspekt. Gut. Ich habe gerade noch eine Frage gesehen zum Forum, in dem ja schon relativ viel los ist. Da war die Frage, ich habe eine Frage zum Forum. Wird es mehr Themenbereiche geben, zum Beispiel Raum für Diskussionen? Derzeit gibt es ja nur eine Vorstellungsrunde und Fragen und Antworten. Da kann vielleicht der Martin noch dazu antworten. Ich habe auch schon eine Antwort gepostet. Okay. Also, ja, es ist so, wie die Birgit geschrieben hat, wir werden jede Woche einen neuen Thread eröffnen. Das heißt, da steht dann die Vorstellungsrunde, das Topic also dieser Woche, und dann kann man also dort wieder dazu hineinschreiben. Wie Sie sagen, eine Überkategorisierung und Überclusterung führt dann dazu, dass keiner mehr weiß, wo er hinschreiben soll. Und vor lauter Überkategorisierung haben wir dann die Posts in allen verschiedenen Threads, weil keiner mehr genau weiß. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, bei sehr großen Mengen tatsächlich auch so eine Online-Kommunikation noch durchzuführen. Ich sehe es auch als Herausforderung. Also wie organisiert man sich, wie kann man noch das verfolgen? Und das ist ein Information Overflow, wie kann ich mit Information Overflow übergehen? Was muss ich lesen, was brauche ich nicht lesen, wie beteilige ich mich? Also ich glaube, das ist eine sehr gute Erfahrung auch zu sehen, also was es heißt, mit sehr großen und Informationsmengen umzugehen, die sehr schnell kommen. Also da kann man gar nicht mithalten und schon sind schon wieder 30 neue Posts da, und das muss man auch eben mal spüren und darüber nachdenken, wie man da am besten doch noch über sich. Wir haben, Martin, vielleicht auch gleich noch, bleibe ich bei dir, wir haben eine Frage von Nicole W. Recht allgemein, aber vielleicht kannst du es doch versuchen, eine Antwort zu finden. Für welche Zielgruppen sind MOOCs überhaupt geeignet? Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Technikkompetenz, selbstorganisiert lernen. Also wir haben das, so komisch es klingt, wir versuchen das für verschiedenste Zielgruppen zu machen. Wir haben also MOOCs, die wir für Schüler und Schülerinnen anbieten. Wir haben MOOCs, die sich also vorwiegend an Studierende richten, und dieser MOOC also sehr stark also im Bereich der Erwachsenenbildung ist. Und wir haben ja auch gerade das Online-Lernen schon viermal abgehalten. Das hat sich eigentlich an jemand gerichtet, der noch sehr wenig Erfahrungen mit Internet und generell mit Technik hat. Und das heißt, also Zielgruppen sind total unterschiedlich. Wir wissen, dass sich also auf der Plattform vorwiegend Personen, also zur überwiegenden Mehrheit, die älter als 35 Jahre sind, tummeln. Das heißt, wir stoßen sehr stark in den Bereich der Erwachsenenbildung hinein. Das liegt natürlich auch daran, dass sich dort die Formate vielleicht besser eignen, weil Personen also keine Zeit haben, regelmäßig Bildungsinstitutionen zu bilden. Nein, und so weiter und so fort. So, jetzt höre ich mich noch einmal. Auch mein Fehler. Und unterschiedlich, also MOOCs sollen Interessen abbilden, also auch Möglichkeiten und Raum geben, Bildungsinhalte zu vermitteln, die man vielleicht typischerweise nicht an einer Universität bietet und so weiter. Und wir versuchen halt, die Qualität der Inhalte hochzuhalten, und die können dann auch in beliebiger Form eben weiterverwendet werden. Das ist auch für uns spannend, dass also Schule hergeht und dann einen MOOC auch einsetzt, quasi als Bildungsinhalt, und das halt sehr kreativ in verschiedenste Richtungen gehen kann. Super. Kann ich noch eine Frage aufgreifen, die
Sehr gerne, Birgit, bitte. Immer wieder mal kommt, ja, das ist sozusagen die Neugier auf das, was ganz konkret im zweiten Modul vorgestellt werden wird. Wir haben uns da ja noch ein bisschen bedeckt gehalten und ich möchte das Geheimnis auch nicht ganz lüften jetzt, aber ich möchte schon ein bisschen konkreter sagen, was wir da vorhaben. Also wir möchten einfach ein Pad vorstellen, sozusagen als eine gemeinsame Möglichkeit, einen Text zu erstellen, simultan. Dann möchten wir eine Pinnwand vorstellen, eine digitale. Wir werden ein Umfragetool vorstellen, ein digitales. Wir werden einen WordCloud-Generator vorstellen. Wir werden ein Mobiltool vorstellen für einfache Dokumentation von Flipcharts oder dergleichen mit dem Handy. Bestimmt habe ich jetzt noch einiges vergessen. Ja, in diese Richtung wird es gehen. Also sehr konkrete, praktische Dinge, 7 oder 8 kleine Tools. Das ist insofern fordernd, wenn man die noch nicht kennt, dass man die sich wirklich einzeln und genauer anschauen muss. Aber sicher sehr, sehr konkreter Inhalt. Ja, das ist sozusagen eine der saftigeren Einheiten in diesem MOOC, wo man halt dann hands-on geschwind, was damit auch anfangen kann. Also das sind die geplanten Tools. Mhm. Ich weiß nicht, Wolfgang und wer es noch konkret mehrmals gestellt hat, diese Frage, ob das soweit fürs Erste genügt, um noch die Neugier zu erhalten, aber auch schon genug zu wissen. Mhm. Vielleicht nochmal zurück, auch ein bisschen zur Metaebene. Hildegund fragt hier über nochmal Zielgruppen, und zwar jetzt eben weniger lerngewohnte Menschen, also keine Schülerinnen, Studierende und so weiter. Welche Konzepte könnten da funktionieren, um diese in Online-Kurse zu bringen oder sie dabei zu unterstützen? Ja. Wer mag einen gern drauf? Vielleicht mal wieder Wilfried? Also wir selbst haben keine unmittelbare Erfahrung mit dieser Zielgruppe oder diesen Zielgruppen. Aber ich kann mich erinnern von Beispielen aus Norwegen, wo ich gesehen habe, dass auch im Bereich der Basisbildung mit Smartphones in etwa gearbeitet wird und wo Tools, die sozusagen möglichst alltagsnahe sind, ganz gut funktionieren. Ich denke, das ist sicher auch, also das auch mit anderen Zielgruppen, dass wenn ich ein Forum online haben will, die Neigung, das mit Facebook zu machen, doch höher ist, als es innerhalb eines E-Learning-Systems zu machen, weil beim E-Learning-System einfach man sich auch nochmal extra anmelden muss und im Forum posten und so weiter, während Facebook einfach auch alltagsintegriert in die Kommunikation ist und dann natürlich oft für quasi Lernungewohnte, aber doch in der Internetkommunikation sehr affine Menschen gut funktioniert. Das wäre was mir zu dieser Frage einfallen würde. Aber Birgit, und ich meine, ich denke, wahrscheinlich noch mehr dazu. Oder? Ich denke, wir haben ja auch die Begleitgruppen, die jetzt auch gerade die Nicht-Internet-Affinen, wie du es jetzt genannt hast, Wilfried, ansprechen sollen und die über diesen Präsenz- und Offline-Weg dann Menschen in die Online-Welt mitnehmen sollen. Das sind ganz wichtige Aspekte. Der Hauptweg ist halt, dass wir versuchen, es so einfach wie möglich zu machen. Gleichzeitig muss man sehen, jetzt hier da im Webinar, das ist unübersichtlich. Das ist jetzt nicht, also das ist schön, bunt, lebendig, aber nicht sehr übersichtlich. Ja. Da bin ich schon froh, dass wir diese strukturierte Version des XMOOCs einfach haben für einen Einstieg. Ja. Also die Leute zu erreichen, ist, glaube ich, ganz gut gelungen mit dem, wie wir bisher gearbeitet haben. Also wenn ich mir so anschaue, wer in den Foren, im Forum sich wie vorgestellt hat, dann habe ich so den Eindruck, es gibt viele da hier jetzt mit uns, die einfach sich sehr gut auskennen und sehr affin sind, digital affin sind, aber auch sehr viele, die es wirklich jetzt angehen und probieren und einsteigen. Ja. Also der Versuch ist halt einfach die Inhalte einfach zu machen und doch bei einer Struktur zu bleiben, die kursähnlich ist. So wie wir das in einem XMOOC hier haben. Genau. Aber ich meine, jetzt in dem Fall natürlich haben wir ja die Gruppe der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Also wir hier
IMUG 4711 schreibt, wir sind doch nicht bildungsfern, und davon gehe ich auch aus, ja. Aber ja, die genau, Idee ist natürlich, von denen dass... spreche ich nicht, wenn ich da jetzt was überhört habe. Ich habe mit Zielgruppe, unsere letztliche Zielgruppe gemeint, für die wir den MOOC produziert haben. Also um Gottes Willen. Ja. Genau. Aber letztendlich ist natürlich die Herausforderung, das, was wir jetzt hier probieren, auch für andere Zielgruppen dann zu übersetzen und sich zu überlegen, wie man diese erreicht. Ja, das, ja. Da muss man schon fairerweise sagen, MOOCs sind auch eine Bewegung, die ursprünglich aus den Hochschulen kommen. Ja. Es gibt in Österreich noch nicht viele MOOCs, die sich auf Erwachsenenbildung im weiteren Sinne bezogen haben. Martin Ebner hat da sicher viel Pionierarbeit auch da in die Richtung geleistet. Wir machen den ersten bewusst für eine bestimmte Gruppe von Erwachsenenbildnerinnen. Also auch wenn das sozusagen Erwartungen enttäuschen mag, weil viele Fragen in diese Richtung gehen, wir haben keine MOOC über MOOCs konzipiert, ja, sondern wir haben eine MOOC konzipiert für Menschen, die für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, die das Digitale einfach noch nicht sich so gut erschlossen haben. Und darauf haben wir das ausgerichtet. Ja. Das ist, denke ich, nochmal wichtig auch klarzulegen. Also auch um Enttäuschung sozusagen der vielen Profis, die auch unter uns sind, vorzubeugen und auch noch einmal da ganz klar zu sein. Danke, Wilfried. Gut. Martina, du sammelst, glaube ich, die Fragen ein bisschen. Was tut sich denn noch alles so im Chat? Ich glaube, ich habe da höchstens jetzt die Hälfte mitbekommen. Ja, ich habe ein bisschen gesammelt, und zwar es war die Frage von der Evelyn aus Graz, gibt es sowas wie eine MOOC-Etikett oder eine Webinar-Etikett im Sinne positiver und effizienter Kommunikation bei so großen Teilnehmerzahlen? Ich entschuldige mich gleich, da hinten quatscht meine Tochter, die geht gerade baden und hat nur das Babyfon vorbeigebracht, das tut mir leid. Ja, zurück zur MOOC-Etikette und Webinar-Etikette. Also eben bei so großen Teilnehmerinnenzahl, wie verhält man sich da damit die Kommunikation gut funktioniert? Ja, wer mag was sagen? Ich glaub, also vielleicht also ja. Dazu ganz kurz, eine Etikette in der Online-Kommunikation gibt es generell. Ne? Also das hat sich also auch beim MOOCs nicht gewandelt. Ich weiß, dass Diskussionsforen, also meine Studierenden, wir haben auch eine Einführung dazu. Wir wissen, wir bepflegen uns gegenseitig, bleiben aber trotzdem höflich dabei. Und das ist halt, Online-Kommunikation braucht Emotions und so weiter. Das versucht man dann auch dadurch auszudrücken und also eben quasi also nicht beleidigend zu werden. Und ansonsten, wie gesagt, werden natürlich Maßnahmen ergriffen im Prinzip, aber das spielt sich also sehr schnell ein, wie man dann merkt, naja, natürlich kann auch schriftliche Kommunikation dazu führen, dass man das nicht versteht, dann auch mal nachhakt und manchmal ist es nicht ganz getroffen, die Antwort, aber man muss halt immer dafür stehen, da reden viele Leute mit vielen Personen und jeder versteht das ein bisschen anders, daher auch Nachsicht üben und versuchen halt höflich zu bleiben und umgekehrt, Kritik ist natürlich auch erlaubt und das ist also in dem Sinne, glaube ich, ist ganz gut, wenn man das so hält, dann passiert normal nichts. Genau, und ich meine, für die Webinar-Etikette, glaube ich, zählen natürlich auch die üblichen Umgangsformen, die man auch sonst in also ich Workshops oder so pflegen würde. Also wir haben halt so das Credo, wir fahren gut damit, wenn wir unseren Blick auf das richten, was gut funktioniert und wobei es uns gut geht miteinander und wenn wir den Blick so weit wie notwendig, aber nicht darüber hinweg auf das Kritische richten. Sehr gut. Genau, freut mich, dass die Facebook-Betreuung gut ankommt, schreibt hier Gast 2. Ich habe noch eine Frage gesehen zum Serverstandort. Also Sie können versichert sein, der Server steht an der TU Graz, falls das immer jemand hat. Ich sage Ihnen nicht, wo genau, weil sonst könnten Sie es ja vielseitig verwenden. Es war noch die Frage nach den Aufzeichnungen der Webinare, wo man sich die anschauen kann, beziehungsweise ob alle Webinare aufgezeichnet werden. Dazu kann ich gleich selber was sagen. Also es werden alle Webinare aufgezeichnet. Die werden dann am Abend von David Rötter zur Verfügung gestellt. Ich höchstpersönlich werde am Donnerstag in der Früh mich hinsetzen, werde einen kleinen Vor- und Abspann dazu basteln und werde es hochladen.
Und die werden dann jeweils direkt im MOOC selber verlinkt, auch im Forum. Und wir haben auf unserer Projektwebseite auch eine Unterseite Webinare, die poste ich jetzt gleich mal in den Chat. Und auf dieser Seite werden dann auch die Links zu den Mitschnitten zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie können dann jederzeit nochmal alles nachlesen, nachschauen, nachhören, was im Webinar so passiert ist. Ich finde hier noch eine gute Frage auch von Mukba Karlsruhe. Vernetzen mit Slack. Was kann man dazu sagen? Wir haben ja Slack jetzt auch für die Vorbereitung verwendet. Soll ich gleich nochmal übernehmen? Ja, bitte, bitte. Okay, Slack ist ein Instant Messenger sozusagen, den man in verschiedene Channels, also Gruppen, teilen kann. Das heißt, man kann bestimmte Teilnehmer bestimmten Channels zuordnen. Wir haben das im Moment eben für die Kommunikation mit unseren Lernbegleiterinnen genutzt. Und auch für unsere interne Kommunikation. Wir fünf im Team kommunizieren viel über Slack, weil es einfach schneller geht. Man kann verschiedene Stränge aufmachen und die dann weiterverfolgt werden, beziehungsweise schnell reagieren. Es ist einfach übersichtlicher als per E-Mail zum Beispiel zu kommunizieren. Und die Channels für die einzelnen Module zum Beispiel, die wir angelegt haben, sind dann für alle Lernbegleiterinnen auch offen. Man kann das schön clustern, wozu welche Frage gehört und schnell darauf eingehen. Also das kann man sicher auch als Alternative meiner Meinung nach zu einer Facebook-Gruppe zum Beispiel verwenden, wenn eben jemand nicht auf Facebook zum Beispiel online gehen möchte, dort nicht so viel von sich preisgeben möchte, eben Slack zu verwenden, um sich über ein Thema dann vertiefend auszutauschen und auch gegenseitig in Kontakt zu treten. Wie wäre das eigentlich? Ich meine, das ist jetzt eine Idee, die wir auch nicht besprochen haben, aber wäre es eigentlich auch denkbar, Slack für alle Interessierten, die am EBMOOC teilnehmen, auch zu öffnen, beziehungsweise für die eine eigene Schiene zu legen? Ja, könnte man auf jeden Fall überlegen. Also wenn wir im Team noch genau besprechen und ja, wenn man uns noch eine Moderatorin an, die das auch betreut. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn... Bei vielen Kommunikationskanälen. Also wenn niemand von uns erwartet, dass wir auch dort sind, dann gehen noch Facebook, Slack und viele andere Tools. Ja klar, ich meine, ich persönlich finde es sehr spannend. Ich möchte eine Frage aufgreifen, die einen Kurs auf vielen Plattformen abspielt, ja. Und ich habe Hannes getwittert. Also die Gefahr ist halt, dass es verlaufen kann und dass es zerlaufen kann. Da möchte ich den letzten Post unterstützen und aufgreifen. Ich denke, das ist gut, das ist eine Grundsatzentscheidung, nicht? Also auf der anderen Seite ist halt die Frage, wo ist der Fokus? Aber andererseits ist der Fokus ja, Tools kennenzulernen in diesem EBMOOC. Das wurde am meisten angekreuzt in der ersten Umfrage. Wilfried. Das ist richtig. Wir werden das noch diskutieren nachher. Wilfried. Ich möchte noch eine Frage aufgreifen, die schon mehrmals in verschiedener Variation auch aufgetaucht ist. Einmal von IMUC 4711, also die Frage, wie können wir diese Dinge einsetzen? Was kann der Einzelne machen und wo braucht man die Unterstützung der Institution? Das greife ich auch gerne auf, weil ich vorhin berechtigterweise kritisiert worden bin, auch im Chat, dass ich ein bisschen herumgeeiert habe in meiner Aussage zu der Auswahl der Tools. Denn das war schon für uns auch ein ganz wesentliches Kriterium bei der Auswahl, nicht generell auf Werkzeuge abzustellen, die eine systematische Einführung benötigen. Ja, wir alle kennen, oder viele von uns haben wahrscheinlich miterlebt, wie in den 90ern E-Learning-Systeme breit eingeführt wurden, wo es nötig war, PC-Räume zu schaffen, Geräte anzuschaffen, Lizenzen, eigene Systemadministratoren anzustellen, die dann das installieren und warten und so weiter und so fort. Und da setzen wir jetzt beim MOOC schon sehr auf die Strategie, einfach auch einige Dinge vorzustellen, die ich als einzelner Lehrender, als Lernberater, als Bildungsberater, Beraterin einfach auch einsetzen kann, ohne dass ich da viele technische Hürden vorher nehmen müsste, außer halt ein funktionierendes Gerät zu haben, das ich selbst bedienen kann. Und das war ein wichtiges Anliegen, denn man sieht auch oft bei der Digitalisierungsfrage, und das hat sich für mich auch gezeigt in vielen Vorgesprächen mit Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen in Bildungseinrichtungen, als wir den MOOC voriges Jahr im Mai erstmals angekündigt haben, dass viele gesagt haben, naja, also bitte verkauft uns keine Lösungen, wo wir dann wieder tief in die Tasche greifen müssen und die installieren müssen. Macht doch Dinge, die die Kolleginnen einfach auch von sich aus einsetzen können, ohne dass es vorher einen langen Weg in der Entwicklung der Institutionsdidaktik sozusagen braucht. Ja? Und das ist sicher eine Leitlinie, die wir dafür viele Dinge, zumindest wenn wir jetzt einmal aufs nächste Modul auf die Seite schauen, auch angewendet haben. Ja.
Birgit, wir hören dich intensiv tippen. ja, ich meine, ich glaube auch, was ich hier spannend finde, ist die Diskussion, die hier im Chat auch stattfindet. Hier natürlich ist es ganz offen für alle und es können sich auch neue Lernräume bilden. Also wer will, richtet einfach Slack-Gruppe ein, schreibt es ins Forum, lädt andere dazu ein oder tut das mit Facebook-Gruppen. Ja, dann eben spezifisch oder auch offen, wie auch immer. Ich glaube, das ist auch ein spannender Aspekt, den ich auch schon bei einigen MOOCs erlebt habe, wo sich dann ganz neue vielleicht Koalitionen oder Konstellationen oder neue Kontakte auch herausgebildet haben. Also ich möchte was dazu nochmal sagen. Also es ist auch tatsächlich so, also auch bei den großen, also der größte MOOC, der jemals gelaufen ist, hat über 100.000 Teilnehmer gehabt. Also und das ist von einem Professor betreut worden, der ist mächtig stolz, weil er geglaubt hat, er hat 100.000 Personen unterrichtet, was natürlich de facto ein Blödsinn ist. Aber die Selbststeuerung, also die Organisation der Gruppen, die Lerngruppen, was die machen, das ist bewusst nicht von uns organisiert, weil also jeder Vorlieben hat, jeder hat Tools, die er machen sollte. Also ich lade eher ein, dass die Begleitgruppen sich tatsächlich was überlegen, wie sie das machen wollen. Slack ist eine Variante, Facebook kann es auch sein, was weiß ich. Es gibt also Vorlieben, Präferenzen und Organisationen. Und die Idee ist also, dass man sich auch selbst weiterhilft und dann in diesen Gruppen sich formiert und sei es persönlich sieht oder wie auch immer oder kleine Google Hangouts organisiert, um auch das auszuprobieren. Also wir natürlich können nicht also 2000 oder mehr Personen zentral mit Inhalten versorgen. Also ich bin nicht kein Freund von einem Slack für alle, weil das heißt, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll mit der Beantwortung, sondern also wir sind gebündelt erreichbar und da draußen gibt es Lerngruppen, die also natürlich rückfragen können, Ideen einbringen können, sie können auch posten im Forum, was sie alles schon Tolles gemacht haben, um anderen die Ideen zu geben, wie sie sich organisieren. Die Welt da draußen ist bunt, hat viele Möglichkeiten und der MOOC war eine Möglichkeit, also das auszuprobieren quasi. Das ist so die Chance, die wir da eigentlich sehen. Also der MOOC als Impuls für Selbstorganisation. Gut, wir geben uns jetzt ungefähr noch, ja, 7, 8 Minuten, denke ich. Und dann werden wir diese erste hier Live-Online-Runde schließen. Wo sind noch Anliegen, auf die wir eingehen sollen? Wird hier Adobe Connect Meetings oder Martina schreibt hier, wird hier Adobe Connect Meetings? Ja, ist hier die Frage. Das stimmt, da gibt es unterschiedliche Modelle. Im Prinzip schaut das von der Technik genauso aus. Ja, also das würde man gar nicht sehen. In dem Fall ist es hier eine Seminarraumlizenz, aber schaut im Prinzip alles genauso aus. Zu den Kosten, ja, die sind, da gibt es leider sehr intransparente, komplizierte Modelle. Kann man mich gerne kontaktieren dazu, da kann ich da weiter verweisen oder auch die eine oder andere Frage beantworten, aber das ist zu kompliziert. Aber es startet ab ein paar hundert Euro im Jahr für Bildungseinrichtungen. Wobei wir in Modul 6 ja mehrere Tools vorstellen, die zum Teil Ähnliches können und da ist ein Gratis-Tool dabei, das uns zurzeit sehr fasziniert. Genau. Ja, wie gesagt, intransparent. Ich weiß auch gar keinen Link, wo die Kosten aufgeführt sind. Ja, dann man muss sich an Vertriebspartner wenden und sich dann ein Angebot machen lassen. Welcher Weg? Seid ihr mit oncampus.de verbunden irgendwie, Martin? Ja, also on campus ist uns, wir sind im MOOC Hub miteinander verbunden. Das heißt also, Lübeck und wir haben grundsätzlich eine enge Kooperation. Normalerweise sind die Kurse von dort bei uns gelistet und wieder umgekehrt. Das heißt also, ja, wir sind mit denen sehr eng in Kontakt grundsätzlich, weil die sehr enge und gleiche Ziele verfolgen und ich weiß, was die machen und umgekehrt, ja.
Die Brigitte schreibt auch noch, werden Ideen von MOOC-Teilnehmerinnen mit Links zu bewährten Tools gesammelt und am Ende zur Verfügung gestellt. Also wenn uns was zu Ohren kommt, kann man das zum Beispiel im Forum nochmal posten, aber wir können natürlich keine Garantie für Vollständigkeit übernehmen. Es wird jetzt auf so vielen Kanälen kommuniziert, es wird uns wahrscheinlich nicht möglich sein, das alles wirklich restlos zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Aber ja, wir können es natürlich probieren, was uns zu Ohren kommt, weiterzuleiten. Auch ad hoc, weil hier einen Link gepostet wurde für Preisauskünfte zu Adobe Connect. Meines Wissens findet man dort nicht die Preise, die man als Bildungsanbieter bekommt. Und die sind dann auch nochmal deutlich günstiger in der Regel. Ja. Also wirklich ein Vertriebspartner wenden macht da Sinn, ja genau. Dokument zum Kollaborieren. Also da wäre mein Vorschlag auch wieder an Brigitte, einfach eins anlegen, also ein Google Drive Dokument oder ein Etherpad oder was auch immer. Und andere dazu einladen. Dann kann man ja vielleicht auch gemeinsame Linklisten oder was auch immer erstellen. Ich würde an dieser Stelle auch gerne nochmal aufs Forum im MOOC verweisen. Ja? Denn da gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu posten, sich aufeinander zu beziehen, zu antworten. Das ist sozusagen innerhalb der Architektur des MOOC da sicher der bevorzugte Platz. Natürlich kann man auch andere Schauplätze aufmachen, aber wird mal bevorzugt aufs Forum verweisen, natürlich. Ja, und das ist auch der Ort, wo wir sein werden, also auf jeden Fall, wo wir versprechen können, dass wir reinschauen, wo wir einen Radeldienst organisiert haben, dass wirklich laufend wer reinschaut und nach Möglichkeit innerhalb von 24 Stunden, soweit uns das, also bisher schaut es gut aus, ja, gelingt, auch dort beantworten und ja. Also so, was sich jetzt abzeichnet für mich, ist eigentlich so die Möglichkeit, sowohl für die, die es gern einfach und strukturiert haben, einfach her und strukturierter haben im Forum, auf iMOOC weiterzuwirken, was die ganze Diskussion und Vernetzung und Kollaboration betrifft und daneben weitere Möglichkeiten einfach zu unterstützen, die ihr, sie euch selber aufmachen, um außerhalb unserer Struktur sich zu treffen, noch zu bearbeiten, zu diskutieren, wo wir einfach nicht so stark oder vielleicht auch gar nicht involviert sind. Gut, Gast 2 kann ich ganz kurz auch noch eingehen. Zoom wird auch Bestandteil des letzten Moduls sein, als Alternative zu Adobe Connect, die ziemlich gut funktioniert. Gut, ich glaube, wir runden ab unser heutiges erstes Meeting. Vielleicht machen wir einfach eine Runde durch unsere hier im Video eingeblendeten. Was wollen wir unseren zahlreichen Teilnehmern und Teilnehmern noch mitgeben auf den Weg in die erste Woche? Wilfried. Was geben wir mit in die Woche? Sehe die Vielzahl der Fragen, die es hier gibt, und viele davon, wie gesagt, drehen sich auf ein bisschen eine andere Ebene als die, die wir im MOOC zum Inhalt haben. Da bitte ich mal ein bisschen Geduld auch, wie gesagt, Birgit gesagt hat, wir werden viel an den Erfahrungen aus diesem MOOC auch teilen. Für alle, die auch selbst MOOCen möchten, um das jetzt einmal als Verb zu fassen. Ansonsten, wenn Sie den MOOC machen, bleiben Sie dran. Das wünsche ich Ihnen und das wünsche ich auch uns, dann werden wir noch eine spannende Zeit miteinander erleben. Birgit, ganz kurz, bitte. Ja, also ich sehe da diese Vorschläge auch analog jetzt, ein Glas Wein trinken zu gehen oder so, das wäre auch schön, würde mich auch gern anschließen wollen. Ich möchte einfach nur sagen, bitte kein Frust, wenn nicht immer alles sehr schnell beantwortet werden kann, und damit verbunden einfach der Appell, bitte beantwortet sie und beantworten Sie oder beantwortet auch untereinander viele Fragen, vernetzt euch auf den Foren, wo wir nicht sein können. Bitte helft und antwortet gegenseitig und untereinander. Ich freue mich einfach sehr, dass das Ganze dermaßen lebendig ist und wir lernen laufend dazu. Wir werden alles, was wir da jetzt lesen und hören, aufgreifen und diskutieren, sobald wir dazu kommen. Martin? Es geht nicht verloren. Ja, also mein größter Tipp ist, also MOOCs sind verantwortlich für selbstgesteuertes Lernen. Aus Erfahrung wirklich das sich hinsetzen, es bewusst machen. Ich weiß auch, dass bis zur vierten Woche der Dropout groß ist, danach wird es stabiler. Das heißt also, dass die Herausforderung ist keine kleine, und deswegen also auch Begleitgruppen nutzen, mitdiskutieren, mitmachen. Sie sind auf keinen Fall alleine.
Aber ich weiß, dass also auch das Motivieren immer sehr schwierig ist und dass das Schwierigste in dem ganzen Prozess ist, dann wirklich dabei zu bleiben und sagen, ja, ich möchte es jetzt dann wirklich durchmachen. Und alles Gute dafür. Super. Martina. Ja, ich danke mal allen, die heute mit dabei waren. Es war mal schon eine tolle Erfahrung, so viele Leute in einem Webinar versammelt zu sehen. Für mich auch, muss ich sagen, eine große Herausforderung, so wie für alle Teilnehmer, so zu multitasken, obwohl ich mich selber als die super Multitaskerin bezeichnen würde. Aber da stoße sogar ich teilweise an meine Grenzen zwischendurch. Also ich bitte auch ein bisschen um Verzeihung dafür, dass wir vielleicht jetzt nicht alle Fragen aufgreifen konnten. Das ist leider halt nun mal so, wenn so viele Leute zusammen in einem Raum sind. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Webinar und auf die Inhalte, die noch kommen werden, und würde echt allen empfehlen, als diejenige oder eine derjenigen, die alle Videos schon kennt, bleibt einfach dran oder bleiben Sie einfach dran. Es kommen noch viele spannende Themen und ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Super, wunderbar. Vielen Dank für die Runde. Das nächste Webinar findet statt am 22.03., das heißt heute in 2 Wochen, aber wieder um dieselbe Uhrzeit. Und jetzt wäre es irgendwie noch super, wenn wir möglichst viele Gesichter noch sehen können zum Abschluss. Und es kann natürlich jetzt leicht sein, dass irgendwann das System dann crasht. Barbara ist die Erste, kriegt einen Sonderpreis des EB-MOOCs. Genau, also ihr habt oben jetzt die Möglichkeit, die Kamera einzuschalten. Und ich sehe schon, das ist sehr lustig. Irgendwann muss das Ganze zu Ende sein. Die Server werden überlastet, das Internet insgesamt bricht zusammen. Wir werden irgendwie hier Weltgeschichte schreiben. Wir machen das Internet kaputt. Wir machen das Internet kaputt. Genau. Nein, das ist schon super. Das ist schon super. Wer hat noch nicht? Das sind noch nicht 100. 123 Kameras sind das noch nicht. Also das ist sehr schön, dass jetzt der EB-MOOC ganz viele Gesichter bekommt. So viele Menschen sind tatsächlich dabei. Das waren nicht nur Namen oder Chatbots. Also der neueste Trend sind ja Roboter, die automatisch chatten. Aber das war's offenbar nicht. Da sind Menschen hinter den Computern. Wir haben es ja kaum für möglich gehalten. Wow. Und der Ton funktioniert sogar noch. Gut, wie auch immer, wir verabschieden uns und freuen uns auf die nächste Runde live online in diesem Raum heute in 2 Wochen. Ja, über 6. Richtig haben wir schon. Okay, also bei mir geht es so gut wie nichts mehr von, was den Ton betrifft. Aber gut, sehr lustig.
Es geht noch mehr. Die jüngsten Teilnehmerinnen sehe ich winken.